Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen FLOG. Heute all together with Sascha zum Hellingrius. What's poppin', y'all? Yo, Leute, was geht ab? Mein Name ist Sascha. Ich mache ein paar YouTube-Videos. Heute sind wir hier geladen bei Folienprinz. Danke, dass du dich jedes Mal neu vorstellst. Mehr sag ich nicht. Cooler Typ. Leute, also, Folienprinz, darunter kann man sich schon mal einiges vorstellen. Und zwar wird es heute um Folien gehen. Wir haben verschiedene Teste durchgeführt für verschiedene Folien. Und die wollen wir euch natürlich jetzt vorstellen. Testungen war schon richtig. Testungen ist absolut richtig. Also wir haben auf jeden Fall, wie ihr sicherlich schon im Thumbnail gesehen habt, wir haben unseren Wagen für die YouTuber folieren lassen, liebe Leute, und haben da ein fieses Ding rausgeklopft. Wir haben uns natürlich inspirieren lassen von der guten alten Supreme-Folie, beziehungsweise Supreme-Beklebung, die auf dem Opel Corsa drauf war. Aykut, Grüße gehen raus an der Stelle, danke für die Inspiration. Cooler Typ auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir begeben uns gleich rein zu den Folienprinzen, weil hier ist nämlich die Werkstatt. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich drin, liebe Leute. Und dann schauen wir uns zusammen mal den Wagen an. Wir nehmen jetzt gleich unseren Polierungskünstler Mahatma in Empfang. Ey, 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 ey! Oh, Dane Dog. Look at this dog, man. What's poppin', yo? Was geht ab, Bro? Was geht ab, Bro? Alles gut? Digga, wir sind extrem gespannt. So viele Kameras hast du noch nie auf mich gerichtet gehabt. Ja, du bist ein richtiger Superstar geworden. Der Wagen ist komplett fertig poliert. Ihr seid offiziell geprinzt, sag ich mal dazu. Geil. Macht euch auf was gefasst. Ich würde mal sagen, ich zieh mal die Folie ab, weil ich will die nicht abziehen. Digga, ich bin übel gespannt. Ich hoffe, wir zielen nicht die Folie ab, sondern nur die Hülle. Weil die Folie sollte ja schon dranbleiben, oder? Die Folie sollte nicht abziehen. Okay, hier ist das Baby, ne? Oh, dang, da. Ich sehe schon leichter Spoiler am Start. Oh, oh, oh. Digga. Okay, Doc, wie willst du es machen? Ich glaube vorne rechts ab. Ja, ich ziehe hier, du ziehst da. Bist du ready, Doc? Freunde, es ist der Moment. Seid ihr ready für unser YouTuner-Car, Freunde? Der E36 in ausgeführter Form, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt live und in Farbe. Und los geht's. Oh, Dame Dog. Meine Freunde, das ist ein böser Apparat, wie Sie sehen können. Alter, übelst geil. Alter, Junge, Junge, Junge. Ich muss sagen, es ist, ohne jetzt Nico irgendwie Props geben zu wollen, es ist einigermaßen in Ordnung. Es ist einigermaßen, ey, Digga, was soll das heißen? Es ist mega, gib mal ganz. Du weißt, wie viel Mühe dahinter steht? Digga, die Folierung ist killer, Alter, wirklich. Ey, es ist brutal, Mann. Also, Leute, ich muss wirklich sagen, mir war es wichtig bei dem Count. Die schwarzen Akzente sind echt der Wahnsinn, Alter. Ich erzähl's schon mal, hier. Bitte, erzähl es uns, ja. Dieser Wagen mehr Aufwand kostet als die neuen Autos, ne? Wenn wir mal zu der E-Klasse hier kommen, wie können wir das? Das ist das Auto, der hat gar keine Leisten an den Seiten, nicht. Einfach die Folie rauf, weiter. Folie rauf, weiter. Bei eurem Wagen ist es ganz anders. Ihr habt da ganz viele Leisten drauf, wenn man das schön sehen kann. Die ganzen einzelnen Leisten, die wurden alle demontiert. Die Griffe wurden komplett demontiert. Der Schwellerkomp wurde komplett demontiert. Das heißt, alles muss auch demontiert werden und wieder montiert werden. Aber vorher muss es foliert werden. Das nimmt alleine 1,5 Tage Aufwand an die Aufsicht, okay? Kommt mal nach vorne zum Grill. Hier kann man schön sehen, der ganze Grill wurde nochmal demontiert, komplett foliert. Das war ja Chrom gewesen. Hast du ja gesehen vorher, ne? War komplett Chrom gewesen. Komplett foliert. Diese ganzen Teile hier wurden demontiert. Das wurde komplett demontiert. Alles wieder montiert. Aber stabiles Kennzeichen. Also ich habe hier ein Dings. Hier mit 3D-Effekt. Diesen 3D-Effekt ist schon sehr, sehr geil. Ja. Und auch es passt, die 36 passt dann einfach perfekt zum E36, ne? Auf jeden Fall ist es kein BMW mehr, es ist ein Prinzmobil, wie man so schön hier sieht. Wie man hier schön sehen kann, wird auch direkt wieder abgezogen. Wird sich später machen. Die Logos hier, diese ganzen Werbelogos, die wurden auch extra nochmal rauf auf die Folie geklebt. Das heißt, das könnt ihr in Ruhe abziehen, drauflassen, wie ihr wollt. Ja. Alles kein Problem. Was ich noch dazu gemacht habe, auch
Kofferraum auf. Dicker, hier habt ihr. Ihr wisst Bescheid, falls ich mal wieder in der Leitplanke lande, können wir hier ganz entspannt überfolieren, Digga. 3 Meter circa, falls mal hier irgendjemand mal was kratzen soll. Dann funktioniert es wie bei dem Supreme-Auto, was du in deinem Video drin hast. Ja. Einzelne Aufkleber. So muss es sein, Digga. Also ich muss schon sagen, da möchte ich auch noch mal kurz persönlich was dazu sagen. Und zwar meine Intention für das Auto war, dass wir ein geiles, auffälliges Auto rausgestalten für die YouTuber, dass einfach jeder Hund dieses Auto kennt, ja. Und ich habe mich da natürlich ganz klar inspirieren lassen an dem Opel Corsa, dem Supreme Corsa, den wir im Video hatten. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es richtig geil. Das zieht auf jeden Fall den Blick auf sich, dieses Kfz. Ich bin auf jeden Fall voll zufrieden. Sieht sehr, sehr böse aus. I like that, I like that. Ihr seht es ja, Freunde, wir hatten ja eigentlich ursprünglich geplant, ein bisschen schneller mit dem Auto fertig zu werden. Hier ist also immer noch das alte Lenkrad drin. Wir haben aber einen neuen Bezug für unseren schönen Schaltknüppel bekommen. Der ist hier neu bezogen mit dem M-Emblem oben drauf. So sieht es aktuell aus. Sitze sind auch noch drin, sprich im Innenraum wurde kaum was gemacht. Hier, Rückbank ist auch noch drin, Türen sind auch noch drin. Das muss da komplett ausgeräumt werden. Wir gehen nachher noch mal ein bisschen spezifischer darauf ein, was wir jetzt genau alles machen und was schon gemacht ist und was noch gemacht werden muss, wenn wir dann beim Umbau sind. Bis später. So, meine Friends, und wir sind wieder weg im Biss und kommen natürlich mit Coca in der Limo, so wie mehr zu mich. Oh Mann. Ja, wir stehen wieder beim Auto. Hier steht der Bad Boy. Nochmal ganz kurz, ich habe euch ja schon damals gesagt, was wir alles machen wollen. Fahrwerk ist schon drin, Bremsen sind drin, Reifen sind drauf. Wir wollen jetzt aber noch einen Überrollkäfig reinmachen. Wir wollen noch, dass ihr Bescheid wisst, die Türen überlegen wir jetzt, ob wir die vielleicht doch drin lassen, weil wir wollen jetzt erstmal damit keine Rennen fahren, sondern nur Trackdays. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt komplett alles leer machen. Klima ist tatsächlich noch drin, lassen wir auch erstmal drin, sonst verrecken wir hier drin. Rückbank kommt raus, Überrollkäfig kommt rein, Sitze kommen raus, Schalensitze kommen rein, Lenkrad kommt rein. Was kommt noch, Amanaro? Feuerlöscher. Vorne ja. An der Motorhaube kommt das Not aus. Abgasanlage kommt noch, genau. Da freue ich mich auf die Abgasanlage. Ich hoffe, die wird fein. Wir geben den Wagen jetzt jedenfalls erstmal nochmal ab. Es hat auch alles länger gedauert, als wir eigentlich geplant hatten. Wir wollten, dass es schon viel früher fertig ist. Aber egal, jetzt kriegen wir alles hin, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Wagen fertig ist und wir den mal ein bisschen jagen können. Ne? So, jetzt fahren wir es mal zurück. Bis gleich. Ach, der gute alte G-Wagon, Freunde. Wie steht er in seiner vollen Pracht? Bald gebe ich den Bums wieder ab, weil er keinen Bock mehr auf die Scheiße. Spaß, Alter, jetzt mal hier No Arrogance, Alter. Da wird auf jeden Fall noch ein Abschlussvideo zur G-Klasse kommen. Ich meine, es gab ja so ein Fazitvideo zur C-Klasse und das Fazitvideo will ich natürlich auch noch zur G-Klasse machen, denn ihr könnt euch jetzt schon mal gefasst machen, im Oktober flattert aber ein neues Kfz ein, Freunde. Das werdet ihr und ich selber überhaupt nicht packen, okay? Das wird eine ganz aggressive Nummer, so viel sei gesagt. Freunde, jetzt aber noch mal ganz kurz zum E36. Wir hatten ja ursprünglich ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, ja, das und das und das wird alles geändert, das und das wird gemacht bei dem E36, also bei unserem YouTuner-Car. Ihr habt jetzt die Folierung gesehen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bei vielen aus meiner Umgebung waren die Meinungen so ein bisschen gespalten. Viele haben gesagt, ah, das sieht übel scheiße aus. Viele haben gesagt, Alter, übel fresh. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal da eure Meinung da lassen. Würde mich auf jeden Fall mal wanen, ja, würde mich auf jeden Fall mal extremst wanen. Aktuell sieht es so aus, das Ganze hat sich sehr, sehr verzögert aufgrund von Lieferzeiten vom Überrollkäfig und so weiter und so fort. War alles ein bisschen nervig, muss ich sagen, aber wir hatten jetzt letztens eine Besprechung, in der wir nochmal so ein bisschen zusammengefasst haben, was wir jetzt alles machen wollen, und es ist dann natürlich dabei geblieben. Und wir hoffen, dass das Fahrzeug jetzt bis zum 20. fertig. Das heißt, in genau einer Woche, wenn ich dieses Video hier gerade drehe. Bis dahin sollte drin sein ein Überrollkäfig, der schon verbaut ist. Ich freue mich nämlich extrem aufs Auto, Leute. Wirklich extrem, extrem, extrem. Diese Erfahrung mit dem Unfall hat mich wirklich nochmal so ein bisschen... Ja, die hat mir auf jeden Fall nochmal einen krassen Respekt vor dem ganzen Thema gebracht. Aber auf der anderen Seite auch einen krassen Ansporn, einfach besser drin zu werden und einfach, ja, reflektierter zu fahren, ne? Jedenfalls haben wir uns noch dazu entschieden, verkürzte Schaltwege in das ganze Fahrzeug einzubauen. Was ich extrem geil finde, weil es einfach mega nice ist. Verkürzte Schaltwege ist im Prinzip, ihr habt normalerweise, wenn ihr schaltet bei so einem Serienfahrzeug, habt ihr ja so den hier. Den hier bei den verkürzten Schaltwegen. Und es ist alles so recht soft, sage ich mal, zum Schalten. Ne? Bei den verkürzten Schaltwegen habt ihr meistens so einen etwas längeren Schalthebel, dass ihr auch, wenn ihr im Schalensitz drin sitzt, ihr sitzt ja da relativ steif, weil der ist ja nicht irgendwie krass einstellbar. Ne? Manche sind sogar komplett fixiert, dass ihr im Prinzip einfach eure Hand oben drauf liegen habt und schnell schalten könnt. Ne? Das machen wir auf jeden Fall rein. Dann haben wir, wie gesagt, die Schalensitze mit 6-Punkt-Gurten. Türen wissen wir noch nicht, ob wir die ausräumen, weil wir haben elektrische Fensterheber drin. Bei denen kann es problematisch werden, wenn wir die Türen ausräumen, weil die Tür verläuft nicht genau gerade runter, sondern die verläuft leicht so, und dann kann man die Tür nicht gerade abschließen. Wir müssen gucken, ob wir da eine Möglichkeit finden. Wenn nicht, dann lassen wir das Ganze erstmal so. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir eine Klimaanlage erstmal drin lassen. Wir wollen mit dem Auto wirklich erstmal nur Trackdays fahren, ein bisschen fahren, üben und so weiter und so fort. Und da ist es nicht unbedingt vonnöten, dass man das Fahrzeug wirklich auf ein Minimum an Gewicht runterbricht. Da habe ich lieber an einem warmen Rennstreckentag noch ein wenig Kühlung im Fahrzeug. Dann natürlich ein neues Lenkrad kommt rein. Alcantara Rennlenkrad wird reinkommen. Was haben wir denn noch? Ja, natürlich wird die Rückbank kommt alles raus. Überrollkäfig kommt rein. Fahrwerk und Bremsen sind
sind bereits gemacht. Wir haben Semislicks draufgezogen auf die M-Felgen. Wir überlegen, ob wir uns noch einen Satz Felgen bzw. Satzräder holen mit vielleicht sogar Slicks-Reifen. Wissen wir jetzt aber noch nicht, müssen wir mal schauen. Das ist ja schon mal einiges an Umbau, was wir da vornehmen am E36. Ich muss wirklich sagen, ich finde es extrem, extrem geil und ich freue mich unglaublich und ich freue mich auch unglaublich, euch das Fahrzeug dann letztendlich final präsentieren zu dürfen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Das heißt also auf jeden Fall, jetzt kommt ziemlich, ziemlich viel Auto-Stuff, meine Freunde. Wir haben auch noch eine Kleinigkeit zu verkünden, meine Freunde, worauf wir dieses Jahr noch hinarbeiten mit den YouTubern. Das möchte ich dann aber in einem separaten YouTube-Vlog noch raushasseln, vielleicht sogar mit dem Auto. In dem Sinne würde ich erstmal sagen, ich hoffe, die Folierung gefällt euch. Ich feiere sie auf jeden Fall. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren noch schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr es einfach behindert findet oder ob ihr es cool findet, so ein bisschen auffälliger zu sein mit dem Auto. Weil ich meine, auf jeden Fall, Wiedererkennungswert wird das Ding auf jeden Fall haben. In diesem Sinne, Freunde, ich bin gespannt, wie das Auto am Ende sein wird, wie sich es fahren lassen wird. Da kommt natürlich auch noch einiges. Dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten YouTube-Vlog, meine Freunde. Seid respektvoll auf der Straße. Passt auf, Freunde, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.